Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und heute Abend Livestream, meine lieben Freunde, 20 Uhr auf Twitch geht es los mit True Farming. Und den Link dazu, wie ihr zuschauen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung, meine lieben Freunde. Und da geht es dann mal ein bisschen zur Sache, würde ich sagen. Freitags ist immer Abriss, ist immer richtig geil. Für alle Leute, ihr braucht euch nicht abhetzen, True Farming beginnt immer so 21 Uhr, 21.30 Uhr. Alles cool bleiben. Wir fangen immer True Farming immer ein bisschen später an. Wir reden immer zuerst ein bisschen so mit der Community und alles und danach geht es los. So, also, ja, habt ihr ein bisschen Zeit, ne? Braucht ihr euch nicht abhetzen. Bringt auch eure Kinder in Ruhe ins Bett, ne? Tut euch was zu essen machen und so, wenn ihr von der Arbeit kommt oder was auch immer. Und jetzt geht's los. Ja, Gustav, weg. War ja klar. Hallo? Friedrichsen, hallo. Moin, Herr Friedrichsen. Fritzl, ich wollte dir nur noch was sagen. Und zwar, ich meine, du hast es ja gesehen, ist ja in deiner BGA. Ich wollte es nur noch mal daran erinnern, wir haben ja jetzt Frühling. Ja. Wir haben ja jetzt seit Ende Winter die stadteigenen Ballenlager. Ja. Das heißt, wenn du, sag ich mal, für deine Tiere ein bisschen was an Gras auf Seite tun willst, habt ihr jetzt die Möglichkeit, Ballen zu pressen, die bei der Stadt einzulagern. Und wenn du sie dann brauchst, kannst du sie gegen eine geringe, wirklich eine sehr geringe Gebühr wieder auslagern. Ja, finde ich sehr toll, weiß ich aber nicht, ob ich das momentan stemmen kann. Ich wollte es dir nur sagen, also wir würden auch vielleicht mal ein paar Vorführgeräte oder was ranholen, ja, dass ihr euch das mal angucken könnt, was wir da so im Petto haben. Im Katalog haben, da muss ich mal mit dem Landhandel reden, vielleicht machen die da mal eine kleine Vorstellung oder was. Ja. Und dann kannst du ja mal vielleicht doch mal was testen oder was, du musst ja jetzt nicht zwingend gleich komplett Ballentechnik zulegen. Ja, alles klar, weiß ich da Bescheid. Okay, wollte ich nur sagen, das war schon. So, sag mal, wenn du noch ein paar Mitarbeiter hast, ich brauche Mitarbeiter auf dem Hof. Bei Mitarbeiter schaut es schlecht aus. Ja, glaube ich wohl. Aber da könnte man vielleicht über die Zeitarbeit was rankriegen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich guck mal, was ich machen kann. Ne? Ja, Peter, ich bekomme gerade einen Anruf rein. Alles klar, ciao. Hallo? Ja? Ja? Könnt mich nochmal melden. Ach so, ja. Ich wollte mit dir nochmal drüber quatschen wegen meiner Geschäftsidee, die ich davor habe. Deine Geschäftsidee, ja? Ja. Ich würde vielleicht ein bisschen was in den Landhandel investieren wollen. Und zwar, dass wir da vielleicht bei dir am Hof eine Hühnerfutteranlage hinbauen. Ja. Ich würde mich da beteiligen, dass du da mit den Kosten nicht komplett alleine stehst und dass man das da vielleicht irgendwie was zusammen hinkriegt. Und ja. Ich sag mal so, wenn wir jetzt so eine Hühnerfutteranlage, also wir, wenn wir wissen, dass es da einen Abnehmer gibt, dann würden wir einen Preis da mal erkundigen, was so eine Produktion da kosten würde. Ja. Da brauchst du dich jetzt hier nicht beteiligen, das ist ja Käse, du kaufst ja dann das Hühnerfutter und bezahlst das ja, ne? Ja, also das Hühnerfutter aber wir müssen das halt, ja. Ja, müssen das ja kalkulatorisch müssen wir das ja ermitteln. Ja. Erstens, gibt es die Hühnerfutteranlage, also Hühnerfutterherstellung, Produktion, was auch immer, was kosten die, ne? Und wie muss man dann das Hühnerfutter kalkulieren und macht, also, ne? Ja. Aber prinzipiell kann man darüber reden auf jeden Fall, da haben wir Interesse, ist kein Thema, ja. Das wäre super, ja. Ja, ja. Dann Produktionstechnisch ja immer, da sind wir ja Profis, ne? Genau. Dann würde ich sagen, erkundige ich mal, wie teuer das sowas ist und ob das alles machbar ist und dann quatschen wir nochmal, wenn das klappen sollte. Ja. Ja. Aber du hast ja ein Haus gekauft, ne? Ja. Das war dann bestimmt teuer. Ja. Besten bezahlt, wenn ich fragen darf. Boah. Knapp, wenn du es verraten willst. Knapp 3 Millionen. So viel. Ja, wie viel zahlst du denn? 3 Millionen. So billig war das. Billig? Ja gut. Ja gut, der Preis. Nee, da habe ich jetzt gedacht, dein Haus ist ein bisschen hochwertiger, aber okay, nee. Dann. Wow, was zahlst du denn? Ja, ist noch nichts unterschrieben, deswegen will ich mich da mal ein bisschen vorsichtig, ne? Erstmal. Okay. Warte mal kurz, hast du Mais? Habt ihr Körner Mais? Einen Moment. Schon mal geerntet oder irgend sowas? Mais, ja, habe ich was da. Wie viel? 121.000 Liter. Kann ich die kaufen? Alles? Alles kann ich leider nicht abgeben. Na, dann nehme ich 100.000. Muss ich mal eben was
Mal nachschauen. Einen Moment. Wo habe ich denn meine Hühnermastanlage hier? Da. Einen Moment. Brauchst ja nicht mehr, geht ja bei Hühnerfutter. Ja, wäre schön. So, Huhn, Getreide. Oh ja, doch, kann ich tun. 100.000. Ja, kann ich abgeben, kein Problem. 100.000, gut, dann komme ich runtergeballert und, ne? Ja. Alles klar, ja, ansonsten, nee, also wegen den 3 Millionen, alter Vater, ey, du hast es schon abbezahlt? Ja. Ich hab ganz, echt? Ja. Ich hab ganz schön geschluckt, ey, du, wo die mir den Preis gesagt haben für das Häuschen. Aber, mal was anderes, dann kannst du es ja nachvollziehen, ne? Was nachvollziehen? Ja, dass sich preistechnisch da ein bisschen was ändern muss. Ach. Haus zahlt sich nicht von allein. Das, ja, da ist was dran. Ja. Ja, gut, alles klar. Der, was braucht jetzt? Ey, warte mal. Hier steht ein schwarzer Wagen bei mir. Was? Hier steht ein schwarzer Wagen bei mir. Ach so, warte mal, wo soll ich ihn können wir jetzt abholen überhaupt? Bei mir am Hof. Ja, da komme ich jetzt eh vorbei, ja. Der beobachtet mich. Was, ein schwarzer Wagen? Ja, ein schwarzer BMW. BMW? Keine Ahnung, hast du wieder Scheiße gebaut? Pff, nicht, hey, mehr halt, nicht mehr als sonst. Na gut, vielleicht ist der Bogen überspannt, die holen dich jetzt ab. Der wäre, glaube ich, schon vor ein paar Monaten überspannt gewesen. Das ist das Ausreisekommando aus Schwarzing. Da wäre mal dran, die ja. Nehmen dich jetzt, die nehmen dich jetzt mit. Tja. Und dann war's das. Gut, kümmere dich um meine Frau. Nee, lass mal. Hab eine. Reicht. Das ist wohl wahr. Warum klebt's, Bella? Ohne Witz. So, ey, die Fresse, ja, gut, dann pass auf. Ich komm runter jetzt und lad gleich den Körnermeister. Was willst du haben dafür? Denk dran. Aber kein Geld. Ja, ich melde mich gleich. 600. Gut, alles klar. Bis gleich, ne? Jo, bis gleich. Ciao. Ciao. Toll. Gustav weg, alle weg und jetzt werde ich hier noch beobachtet von so einem Typen. Boah, es war so schön hier, ey. Hallo? Ey, wunderschönen guten Tag. Auf dich habe ich jetzt gerade gar keinen Bock, ey. Was ist? Was meinst du, mein junger Freund? Bist du da vorne im schwarzen Auto? Ja, vielleicht. Darf ich dir mal was sagen? Was willst du mir denn mitzeigen? Irgendwann werden wir uns sehen. Entweder schnappst du mich oder ich schnapp dich oder wir sehen uns vor Gericht. Irgendwas, irgendein Szenario wird irgendwann ablaufen. Und ich schwöre dir, so wahr ich hier in meinem Deutsch sitze, ich tritt dir auf jeden Fall einmal in die Eier. Also, nun hör mir mal gut zu, mein junger Freund. Ja? Ich bin hier, weil ich jemanden suche. Wen suchst du denn? Und zwar vielleicht... Hör es dir erstmal an, vielleicht hast du von diesem jungen Mann schon mal gehört. Ja. Es geht um den Herrn Hafer. Hafer? Richtig. Beschreib mal. Diesmal so, ich habe einen Vorschlag für dich. Beschreib ihn mal eben kurz ein bisschen, ich weiß jetzt nicht genau, wie du meinst. Er sabbelt ohne Punkt und Komma. Ja, sieht phänomenal gut aus. Das sagt mir jetzt so nix. Bringt in jedes Fettnäpfchen, was er sieht. Ja, so langsam dämmert's. Gut, hör auf mich zu balbern, ich habe ein Geschäftsangebot für dich. Okay, hau raus. Was ist dir denn dein Leben wert? Mein Leben? Eine Menge. Also wenn ich jetzt hier gerade zu einer Dieselproduktion vorbeifahre, ja. Kann ich mir gut vorstellen, wie das brennt. Das ist nicht meins. Aber... Kommen wir mal zum Wesentlichen. Ich biete dir 1,5 Millionen Euro für Informationen. Für welche? Du findest heraus, wie Harry zu seinem Vater steht. Ob Harry irgendwas über seinen Vater weiß. Oder ob er weiß, wo er ist. Aber Harry ist momentan sehr nett zu mir. Warum soll ich ihn jetzt verraten? Gut, wir erhöhen das Ganze. 2,5 Millionen. du zögerst. In Ordnung. Dafür wird jemand bluten. Auf Wiederhören. Warte mal, ich bin noch am Überlegen. Hallo?
Haare bitte jetzt schon wieder blumen. Ne? Hoffentlich Gustav. Müsste nur herausfinden, wie er zu seinem Vater steht. Ich bekomme 2,5 Millionen. Wenn er jetzt Gustav gesagt hätte, den hätte ich sofort verraten jetzt. Oh, ne. Was mache ich denn? 2,5 Millionen, ne. Aber kriege ich die denn dann auch? Weil wenn ich 2,5 Millionen hätte und dann ich meinen Hof und meine BGA und alles noch verkaufe, könnte ich mir auf den Malediven ein schönes Leben machen. Oh, dann würde ich glaube ich meinen Deutz mitnehmen, den mit einem Anhänger holen, Monster voll reinladen. Und dann auf die Malediven fliegen und ein schönes Leben machen. Dann würde ich mich von meiner Frau trennen und dann würde ich mir ein Harem aufbauen. Und irgendwann würde ich Gustav entführen lassen. Und dann würde ich ihm ein schönes Leben zeigen und dann würde ich sagen, nö, du nicht. Und dann würde ich mich von den Malediven verbannen. Mo verkaufe ich an irgendwelchen Kameltreibern. Das darf doch nicht wahr sein! Entschuldigung, das sagt man nicht. Das muss ich piepen. Entschuldigung. Oh, nee. Das wollte ich gar nicht sagen. Das ist nur ein bisschen rausgerutscht. Ey, hat der jetzt den ganzen Hof hier demoliert oder was? Was ist denn mit dem, Alter? Hätte er nicht einfach gehen können? Pissnäcke? Boah, nee, ey. Oh, stell ich doch vorne hin. Ja, durch diese Einfahrt kommst du nicht, mein Freund, ey. Ich raste nur mal aus hier in den ganzen Scheißladen, Alter. Ich bin mir alle auf den Sack. Ey, Fritte! Ja. Ey, ohne Witz, ne? Wo ist deine Kläranlage? Bei meiner BGA. Gut, dann bist du sofort dorthin. Warum? Du bist sofort die Kläranlage. Ist jemand an der BGA? Hör doch auf, mich voll zu spritzen. Entschuldigung, nee, ist keiner. Gustav ist weg. Nee, fahr sofort dorthin. Wir müssen da sofort hin. Ruf den, ruf die Feuerwehr, ruf den Krankenwagen, ruf alle an. Wir müssen an die Kläranlage. Warum? Da ist der... Mich hat jemand angerufen, da ist was Schlimmes passiert. Ah, er hat gesagt, ich werde dafür bluten. Ohne Witz. Wer hat was gesagt? Miguel, mich hat Corbin angerufen. Ich sollte, ich sollte euch... Der vermeintliche Corbin. Ich sollte euch verraten für 2,5 Millionen. Ich habe es nicht getan und... Oder nicht euch verraten, Harry sollte ich verraten. Und das habe ich nicht getan und er hat gesagt, dafür wird jemand leiden und dafür wird jemand verletzt. Oder er hat gesagt, dafür wird jemand bluten. Der hat jetzt zu mir auch gesagt, er wollte von Harald, den seinem Vater wollte, der genau. Familie und Vater... Wollte der Informationen und
Der Sau, mir hat er nur 1,5 geboten. So, aber auf jeden Fall, ich hab gehandelt. Er hat irgendwas gesagt mit Bluten. Und dann hat er irgendwas mit einem roten Hemd und in deiner Kläranlage. Und der Leiter von der Spedition. Schlag. Da weiß nicht. Warte mal, ich rufe mal in der Spedition an. Ja. Nee, ey. Alter, brüllt das Ding, was ist mit dem los, ey? Wenn mein Deutschrohr schreien würde, ey. Ich hab ihn nicht richtig erwischt. Ich hab's gesehen. Wer steht da? Bella, stell dich vor mir. Was ist das für ein Scheiß? Ah, du Schisser. Der kommt. Wie der kommt. Ja, ihr Kleinen. Bella, der soll sich verpissen. Ach, geil, Bella. Steig sofort ein. Bella, steig ein. Hallo. So, verpiss mit Sinn. Was macht der? Ja. Wo ist Fritze? Siehst du Fritze? Miguel, du Arsch! Fritze! Wo bist du? Ich bin hier! Lass mich auf! Halt an! Der steht vor Pings! Halt an! Komm! Der steht genau davor! Halt an! Nee, Bella, bist du nicht das? Bella, komm zurück! Bella, du machst jetzt hier nichts in George, ey! Alter! Bella, jetzt komm zurück! Ey, Gobin! Bella, jetzt geht auf Entdeckung! Miguel! Ja! So, ja. Du fährst jetzt mit dem... Wie denn? Oh, Gott. Corbin, können wir nicht darüber reden? Wir können nicht dahinter den Traktor reden, dass du zu der Kläranlage jetzt sofort rüber gehst. Aber nicht schießen! Ich ruf den. Dreh dich rum und blick nach vorn. Bitte an. Welche Kläranlage? In der Geres-Bunker oder in das Wasserbunker? Ey, was denn? In das Wasserding. Und wenn hier irgendeiner telefonieren sollte, ist er weg. So, und die kleine Mietzer hinten kann mal hierher kommen. Und jetzt? Ich hier, Bella. Nein, Bella, bist du bescheuert, Kind. Oh, nein. Ja, mach dich zu dem Fritzel los. Und du kleine Mimose hier genauso. Alles gut, Bella? Oh, ich hatte gerade einen Das ist voll unfair. Ich sterbe, ich will gerade ein Haus bauen. Du gehst jetzt dorthin. Sofort. Hildegard, rennt! Bleib nicht an mir stehen. Halt zu Hildegard! Und rennt! Ja, Miguel. Was sagt er? Ihr sollt euch verpissen! Haut ab! Lasst ihn in Ruhe, das ist mein Vater. Du gehst jetzt dorthin zum Fritzel, aber sofort. Beweg dich. Weißt du, was soll denn das jetzt mal ohne Witz, ey? Ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Kennt ihr das? Fritze kennt das ein bisschen besser. Was ist euch denn das Liebste? Du bist mir das Liebste. Ja, da die kleine Püppi da hinten gerade so rumflitzt und du ein kleiner Lügner bist, geht die Püppi jetzt hier unten in das Wasser. Nee, macht sie nicht. Du kannst ja mal langsam reingehen, vielleicht ist es ja warm. Ja, schön unten drin bleiben, warte kurz. Das kann nicht stinken, das ist reines Wasser. Ja, hier haben wir ein bisschen Kabel. Ey, nee. Bist du bescheuert? Ey, bist du nicht dicht, Alter? Lass das sein! Ey, Alter, leg das Kabel weg. Sag, was du willst, ohne Witz. Willst du Geld haben? Wir haben kein Kameramann-Problem. Jetzt leg das Kabel weg, bist du nicht sauber? Hinknien. Ey, hör auf mit dem Kabel. Knet euch hin! Ja. Leg das Kabel weg. Leg dir ein, du kriegst ja alles, weil ich besorg dir die Infos von Harald, ich besorg sie dir. Ja, dein Papa, hier ist dein Papa. Mit rein, wunderbar. Ey, warte doch mal. Ja, meine Lieben, nur so zur Info, diese Zeitschaltuhr dort vorn ist mit dem Auslöser in meiner Hand gekoppelt. Solltet ihr irgendwelchen Blödsinn machen, gibt's heute Grillhuhn zum Abendessen. Ja, hast du sie nicht mehr alle?
Und wehe, einer folgt mir. Beschafft mir die Information. Oder es wird noch Schlimmeres passieren. Hat dich nicht, oder? Ist er besoffen? Männer, komm da raus! Komm da raus, Männer! Warte! Komm her! Oh Gott, ey! Alter! Er war kurz davor, das mit dem Kabel da rein zu tun, da! Männer, geht's dir gut? Oh Gott! Komm her! Ey, ohne Witz, ey! Ich war im Wasser und er wollte Kabel da reinpacken! Oh Gott! Männer, ey, beruhig dich, ohne Witz! Und wir gehen erstmal zum LKW. Willst du einen Huhn mitnehmen zur Beruhigung? Nein! Okay. Ich nenne das dann Fritze, ja? Und irgendwann Bratsch ist. Also ich kann mal alles machen. Ich aber meine lieben Freunde, wie es weitergeht, das seht ihr heute Abend. 20 Uhr im Livestream. Euch ein wunderschönes Wochenende. Wir freuen euch auf uns. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis heute Abend. Tschüss. Tschüss.